Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, in dieser Folge erstmal Entschuldigung, dass die Folge ein bisschen später kommt als üblich. Beim nächsten Mal wird sie wieder pünktlich erscheinen. Ja. Wir waren bei Unigost, wir waren bei Sambor, wir waren bei. Ne, wir müssen zu Sambor und wir waren bei Wolrath. Wir haben ein bisschen was erfahren, dass wir noch ein fünftes Mitglied kennengelernt haben, also vom Namen her zumindest. Und das war Kestrel. Ja, Unigost weiß nicht, wo sie ist, genauso wenig wie Wolgast es weiß. Aber es könnte Sambor wissen. Und den werden wir jetzt mal besuchen. Wieder einmal. Der wird sich bestimmt freuen über unseren Besuch. Schauen wir doch einfach mal. So, haben wir irgendwas dabei, was wir ausrüsten können an Waffen irgendwie? Messer habe ich, einen Kurfbogen, aber ich habe keine Pfeile, oder? Nee, ich habe keine Pfeile. Ist nicht so schlimm. Gucken wir mal, habe ich irgendwo eine Axt bei? Ja, eine Axt haben wir. Wenn wir mal kurz eine Birke schlagen. Und uns kurz mal drei Speere machen. So, hör auf zu hecheln und zu röcheln. Und du sollst den Baumstumpf da rausholen. Ey, was für denn da? Kollege. So, jetzt, genau. So, ein Stamm. Wo ist der andere? Fehlt noch einer. Ach, hier. Hat der sich da rumgebackt? Gibt's ja nicht. So. Dann bauen wir uns noch drei Holzspeere und dann sind wir erstmal ein bisschen gesichert. So, wir haben gerade ein bisschen zu viel getragen, aber jetzt geht es ja anscheinend wieder vom Gewicht. Besser ist auch. So, die vier. Die setzen wir auch gleich mal ein. Ich habe keine Lust auf Wölfe oder sonst irgendwas. Ich werde hier trotzdem so ein bisschen quer durchlaufen. Ja, da hat man die Hirsche gehört. Hallöchen. Mrs. Hirschkuh. So, da haben wir noch einen Hase, sehr schön. Da auch noch. So, ich weiß nicht, ob ich hier quer durchgehen sollte. Aber ich mach's einfach mal. Das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen doof. Wegen den Wölfen. Aber naja. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja noch einen Weg vorher, den wir noch lang gucken können. Aber ich glaube, hier war noch ein Weg irgendwo. Da ist noch ein Hirsch. Aber wir dürften auch. Doch, wir sind ja schon bald bei Sambor. Das ist nicht mehr weit. Das ist gut. Ist sehr viel mit Kräutern, sehr gut. Dann wissen wir ja schon mal, wo wir unsere Kräuter dann herholen können. So, wir müssten eigentlich gleich bei einem Weg ankommen. Genau, da unten ist er. Dann gehen wir doch hier runter lieber zum Weg. Und du hör endlich auf zu röcheln. Gibt nichts, warum du röcheln müsstest. Sondern nur ein bisschen rennen, Freundchen. So, na, das wird jetzt lustig. Zambo hat ja gesagt, wir sollen nicht wiederkommen, glaube ich. Jetzt kommen wir ja doch wieder. So, wo haben wir den denn? Da ist er ja. Hallo Zambo. Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich in Frieden lassen sollst? Zambo, ich muss wissen, wo ich Kestrel finden kann. Verstehe. Und du willst es sofort wissen. Genau.
Weil die Angelegenheit wichtig ist und nicht warten kann? Genau. Wunderbar. Dann habe ich ein gutes Druckmittel. Ich will, dass du etwas für mich erledigst. Ach komm schon. Du willst mich wirklich so ausnutzen? Ganz genau. Du bist wirklich ein Bastard, Zambor. Oder was muss getan werden? Na, wir machen es mal so. Wir sind mal nett. Du musst ein paar Dinge für mich besorgen. Die da sind: rote Beete, Zwiebeln, Kohl und Karotten. Das meinst du doch wohl nicht ernst. Du willst, dass ich für dich einkaufen gehe? Gerade jetzt, wo es spannend wird? Ich werde ehrlich zu dir sein, Junge. Es ist mir egal. Bring mir mein Essen und du bekommst deine wertvolle Information. Sowas kann doch nur von einem schlechten Erzähler kommen. Gibt nichts, das du dagegen tun kannst. Vielleicht soll es witzig sein. Oder besonders schlau, zynisch oder was auch immer. Gibt es denn keinen anderen Weg? Bekomme ich gar keine Wahlmöglichkeit? Ich würde sagen, nur wie du das Gemüse bekommst, ist dir überlassen. Das ist einfach faul. Auf zu bellen und hol, Hühnchen. Oh, wie ich das hasse. Oh Gott, 20 rote Beete, 20 Zwiebeln, 20 Kohl, 20 Karotten. Wo kriege ich denn das alles jetzt her? Aus welchem Dorf? Ah, geil. Gut. Ich denke mal, obwohl, warte mal, wir gucken mal auf der Karte. Bevor wir hier irgendwo hinlaufen. Da können wir nicht mal auf die Häuser gucken, das ist natürlich ein bisschen doof. Nein, nein. Die sind gar nicht mehr angezeigt hier, die ganzen Gebäude. Das ist doch Kacke. Die waren hier vorher teilweise auch angezeigt. Na gut. Tierhaltung ist nicht. Werkstatt Produktion ist nicht. Marktdienst. Na. Nichts. Toll. Das dürfen wir suchen. Na gut, dann gehen wir erstmal nach Gostovia. Dann halt da erstmal. Hilft ja nichts. Jetzt müssen wir erstmal suchen, wo wir das ganze Zeug finden. Kacke. Ich glaube, vorher ging es, dass man wenigstens nachgucken konnte auf der Karte, wo welche Gebäude sind. Dass es jetzt gar nicht geht, ist ja richtig blöd. Na gut. Haben wir wahrscheinlich 2 Tage Zeit zum Sammeln hier. So. Ach komm, jetzt hör auf zu röcheln hier, Mensch. Ach, Karotten und alle. Boah, was denn hier alles haben will. Hier auf eine halbe Weltreise. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Hier war ich ja schon mal. Nee, ist leer. Den Holzstamm kann ich nicht mitnehmen. Okay. So, ansonsten muss ich mal noch zu anderen Orten hinfahren oder hinlaufen, besser gesagt. Aber das Laufen, das werde ich dann rausschneiden. Also wenn es wirklich soweit sein soll, dass ich noch was weiß ich wohin laufen darf, dann schneide ich das raus. Nach Gostovia ist es zum Glück nicht so weit. Der andere Ort, der hat das auf jeden Fall nicht. Das weiß ich. Da sind nur Hühner. Aber gucken wir mal, was bei Unigost im Dorf so los ist. Oh, ein paar Vögel könnte ich mir holen, aber mache ich nicht. Hier ist ein umgekippter Wagen. Haben wir schon gemacht, okay. Sehr schön. Ich glaube, hier am Ufer war noch was, oder? Ja, da. Sehr gut. Mensch, ich hab Augen wie ein Lurch. Hopfen. Alles klar. Haben wir uns ein bisschen Hopfen geholt. Können wir Bier machen. Bin ich schon mal sehr dabei. Aber das sind keine Hopfensetzlinge, oder? Das waren bloß Hopfen. Nein. Komm her hier. Genau, das war nur Hopfen gewesen. Mann, der röchelt hier was zusammen, ey. Komm, du hast es doch gleich geschafft. Ja. Ist gut jetzt. So,
Ja, das auch. Nee, die hatten nichts. Wo ist denn hier die Suppenverkäufer? Und vielleicht hat sie ja auch was anderes. Er hat ja noch ein paar Zutaten. So, das sieht schon mal okay aus. Karotten, okay. Nein, die hat nur 5 oder was? Die hat nur 5 Karotten und 7 Kohl. Was war das noch? Rote Beete. Und Zwiebeln. Mehr kann ich nicht. Okay, so viel Münzen habe ich nicht mehr. Schade. Hier kriegst mein ganzes Fleisch. Dafür kriege ich deine Zwiebeln, danke. Den Gesundheitstrank, ja, den gebe ich dir auch. Und den Hopfen. Pelz auch. Roggenbrot behalte ich mal. Trockenfleisch. Ja, bitteschön. Ja, tschüssi. So, immerhin schon mal ein bisschen was. So, wo ist denn das nächste Dörfchen? Hier hinten vielleicht. Gehen wir mal dort. Oh, das sind 1000 Meter, na gut. Ja, ich werde euch mal kurz hier ausschneiden. Den Weg müssen wir nicht gemeinsam jetzt gehen. Das ist ganz schön. Judy, dann bis gleich, ne? Ja, da bin ich wieder. Ja, wie ihr seht, ist da jemand. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Bandit ist oder nicht. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen koscher vor. Ich laufe jetzt mal gerade ein bisschen hier außen rum. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich glaube nämlich, das ist ein Banditenlager da oben. Gut, dass ich das noch bemerkt habe. Das war knapp am Wegesrand. Und den muss ich jetzt ja nicht über den Weg laufen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. So, wir sind aber jetzt auch im Ort angekommen, wo wir vielleicht noch ein bisschen was bekommen könnten. Schauen wir doch einfach mal, wo hier ein... ja, hier ist die Küche. Da ist auch die Köchin. Nice to see a new face. Ja, das ist sehr schön. Ich brauche. Hast du überhaupt was? Ja, Karotten hast du. Oh, nur 5. Kohl immerhin 10. Rote Beete 8. Und Zwiebeln 6. Ach, die hat immer noch Zwiebeln. Ja, hier kriegst du erstmal Eisenerz. Den Knüppel. Ja, komm, hier kriegst du auch. Trockenfleisch. Kannst du die Hälfte haben? Meinetwegen. Nein, nicht so. Die Hälfte. Zack. So, dafür möchte ich aber auch noch mal ein paar Zwiebeln haben hier, ne? Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen noch 3 Kohl, 10 Karotten, 2 rote Beete und 8 Zwiebeln. Okay. Nächster Ort. Also bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Und wir sind auch gleich endlich im Dorf. In dem nächsten. Und ich hoffe, wir finden da noch ein bisschen was, was wir brauchen. Es wäre so grausam, wenn ich jetzt hier umsonst hergelaufen wäre. Aber mal schauen. Also bis jetzt bin ich auch keinem Räuberlager weiter begegnet. Das war das Einzige, was wir da gesehen hatten. Und ich hoffe, ich muss nicht in noch andere Dörfer. Aber ich glaube, bei Karotten muss ich auf jeden Fall noch. Und na, Zwiebeln vielleicht auch nochmal. Muss ich auch nochmal ein extra Dorf suchen. Aber gucken wir mal, vielleicht finden wir ja hier was Brauchbares.
Ja, das sage ich auch immer. Das sieht aber hier schon ganz schön mager aus. Sind ich auch ein Händler? Ja, wollte schon sagen. Kann ich dir helfen? Ja, bitte hilf mir. Ich habe ein Loch im Dach. Keine Sorge, ich helfe dir, die nötigen Materialien zur Reparatur zusammenzubekommen. So. So, zeig mir mal deine Waren. Ich denke mal nicht, dass er irgendwelches Gemüse dabei hat. Nee, sieht nicht so wirklich aus. Ach, Kacke, jetzt muss ich noch woanders hinlaufen. Das habe ich jetzt nicht irgendwie im. Ja. Programm drin gehabt eigentlich. Das ist jetzt richtig kacke. Hier kriegst du noch Wollstoff. Hängt ein bisschen weniger zu tragen. Ja, danke. Händler finden. Ah, okay. Hallo. Genau, drei. Drei. Produktion, das ist doch eigentlich Produktion, ne? Ja, Koch. Gostovia, Denizia, Hornica. Okay. So long. Gostovia, Hornica und Denizia. Alles klar. Also müssen wir. Nein, so weit. 1500 Meter. Ja, Kamehameha, alles klar. Da spielt jemand Dragon Ball. Ja, gut, 1000 Meter, die schaffe ich wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Schlag. Da werden wir wahrscheinlich mal kurz die Nacht über schlafen müssen. Ach, das kotzt mich doch an. Na gut, was soll's. Einmal quer durch und dann sind wir auf dem schnellsten Wege hoffentlich dort. Ohne einem Räuberlager zu begegnen, hoffe ich auch. Warte mal, kann ich mich hier waschen? Wäscht er sich? Nee. Das tut er nicht. Na gut. Ist wurscht. So, ein paar Hirsche hier. Sehr schön. Brauche ich nicht. Oh, dass ich jetzt echt bis dahin noch so weit laufen muss. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ansonsten stellen wir unser Lager hier irgendwo auf im Wald und dann müssen wir die Nacht halt wieder im Freien verbringen. Haben wir ja schon öfters gemacht, obwohl nicht einmal nur, ne? Oh Gott, wie sind? Da. Ich habe wie sind gesehen, da gehen wir mal ein bisschen aus dem Weg, ne? Aber keine, ja. Mich einer gesehen? Da sind zwei auf jeden Fall. Und mich hat eins gesehen. Ach, nochmal so laute Geräusche, ey. Boah, da kriegt man ja kleinen Schreck. Aber wenn die einen hinterherjagen, da kommt man nicht weg. Die sind schneller, als wenn man zu Fuß läuft. Das ist dann richtig kacke. Und da hätte ich auch nicht so gerne übernachtet im Wald. Bei den Viechern. Na gut. So, ich meine, wir haben zwar 6 Speere, aber die würden gar nicht reichen, um die beiden da außer Gefecht zu setzen. Ein so ein Wiesent braucht, glaube ich, schon 8 Speere. 8 so eine Holzspeere, glaube ich. Wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, 16 Speere bei mir tragen, hätte ich keine Lust dazu. So, wir sind aber schon gut auf dem Weg. Wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Und es ist noch relativ hell. Also, wir können noch ein bisschen laufen. Ich denke mal, wir kommen noch bis Sonnenuntergang. Ach nee. Zwei Wölfe, leckt mich doch am Arsch.
Oh, das gibt's doch nicht. Nein, ey. Ach, Mann. Zwei so eine dämlichen Wölfe. Ich habe zwar nicht gespeichert, aber Autosave gibt's ja zum Glück. Oh, Kacke. Warum gibt's Wölfe da in der Gegend? Warum? Ich hab denen doch nichts getan und greifen die an. Die Schweine. Sollen wir den Weg wahrscheinlich von dem einen Dorf bis zum nächsten wieder hinlaufen? Oh, ich hoffe nicht. Aber ich glaube, das wird nicht anders passieren. Bin bestimmt wieder in dem einen Dorf jetzt. Ich hoffe nicht. Oh, bitte lass mich schon ein bisschen weiter gelaufen sein. Nur ein bisschen. An den Wiesen ist wenigstens vorbei. Nein. Aber das Gute ist, wir müssen gar nicht dahin, weil wir wissen, da ist nichts. Können wir gleich dahin laufen. Ja, Frage ist, wie wir dahin laufen. Das ist eine ganz schöne Strecke bis dahin. Ach du Kacke. Warte mal, wie weit? Ja, genau. Wir laufen erstmal hier den Weg zurück zum Ort. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir noch ein bisschen was verkaufen. Und dann werde ich da in dem Dorf erstmal speichern. Auf jeden Fall. Und ich glaube, auf den Schock muss ich die Folge erstmal hier beenden dann. Oh, die dämlichen Wölfe, ey, die gehen mir so was von auf den Sack immer. Vor allem, wenn man sich noch nicht wirklich wehren kann. Ich habe zwar sechs Speere, aber ich habe die zu spät bemerkt. Ich wusste gar nicht, von wo die kommen. So. Aber hier was verkaufen können wir auch nicht mehr, weil hier haben wir ja schon aus der Küche eigentlich alles geräubert. Was ist denn da noch drin? Ah, da ist nichts drin. Okay. Alles leer. Ja, hast du wirklich nichts mehr? Keine Karotten oder Zwiebeln oder sonst irgendwas? Nee, nichts. Ja, das auch. Gut, dann würde ich so machen erstmal. Ich speichere hier im Dorf und wir machen in der nächsten Folge weiter mit unserer Suchaktion und hoffentlich kriegen wir alles rechtzeitig zusammen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank und ciao.